Sommer, Winter, Frühling, Herbst folgen uns im Sauseschritt. Dorthin, wo die Hühner gacken und ein kleiner Kater wacht. Dort, wo Peterson zu Haus ist und mit Findus fischt und lacht. Abenteuer warten dort wie an keinem anderen Ort. Juhu! Jetzt ist bald Weihnachten! Juhu! Beeil dich, Peterson! Ach je! Wir haben ja noch so viel zu tun. Ich weiß. Guck mal, Peterson, ein Schneeengel. Ja, schön. Wirklich sehr schön. Aber ich muss überlegen, wie wir das alles schaffen sollen. Schnee schippen, einen Tannenbaum schlagen, Plätzchen backen, Weihnachtsessen einkaufen und was es sonst noch alles zu tun gibt. Pass auf, dass du dich nicht erkältest, Findus. Das wäre doch schlimm, einen Tag vor Heiligabend. Ich doch nicht. Jetzt komm endlich! Lass uns einen Baum schlagen gehen! Nee, das machen wir später. Erstmal müssen wir Schnee schippen. Das kannst du ja machen. Und ich baue einen Schneemann. Aber klar, ich schippe Schnee und du baust einen Schneemann. Was denn? Wolltest du lieber den Schneemann bauen? Pass auf, dass du dich nicht erkältest! Hier. Gesundheit. Danke. Das war's mit dem Schneeschippen. Dann auf zum nächsten. Ganz genau. Oh, Findus, sei vorsichtig, ja? Und Yippie! Juhu! Du hättest dich umbringen können, Kater. Nö, nicht, wenn man ein Fachmann ist. Ja, aber jetzt holen wir erst mal ein paar Tannenzweige und legen sie auf die Treppe, damit nicht noch ein Unglück passiert. Kommst du mit, Herr Fachmann? Na klar, was hast du denn gedacht? Schneller! Höher! Immer mit der Ruhe. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Aua! So ein verdammter Mist. Am Tag vor dem Heiligen Abend darf man aber nicht fluchen. Ach nicht? Ausgerechnet heute, wo ich so viel zu tun habe. Weihnachtsessen einkaufen, einen Tannenbaum schlagen, den Fußboden schrubben. Ja genau, das mache ich. Was? Was machst du? Den Boden schrubben. Warte lieber, bis ich mich in Sicherheit gebracht habe. Achtung, Fachmann bei der Arbeit. Juhu! Fertig. Oh nein, mein Lieber, das bist du nicht. Du musst den Boden auch noch trocken wischen. Jetzt komm aber. Du kannst doch auch was machen. Ich bin nur ein kleiner, müder Kater. Oh, ich würde ja gern. Doch mit dem Fuß geht das leider nicht. Aber wenn du fertig bist, backen wir Pfefferkuchen. Pfefferkuchen? Oh. Thank you.
Kuchen backen. Ja. Erstaunlich, wie der zusammengeschrumpft ist. Ja, das mit dem Teig ist eine komische Sache. Manchmal verschwindet er sogar ganz. Na ja, aber vielleicht hat ja auch ein kleiner Kater davon genascht. Vielleicht, kann schon sein. Aber vielleicht auch ein alter Mann. Vielleicht, vielleicht. Na ja, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Pfefferkuchen aus dem Teig hier gebacken. Wollen wir denn jetzt nicht einkaufen gehen? Nein, nicht mit diesem Fuß. Und morgen haben alle Geschäfte zu. Ich fürchte, wir müssen das Weihnachtsessen ausfallen lassen. Wie? Was sagst du? Keine Plätzchen, keinen Schinken, keinen Stockfisch und noch nicht mal ein Würstchen? Wir haben Eier und eine Büchse Sardinen. Ha, was haben wir denn hier? Was denn? Mohrrüben. Mohrrüben? An Heiligabend? Gleich sagst du mir noch, dass wir auch keinen Tannenbaum kriegen. Tja, ich glaube, in diesem Jahr werden wir gar nichts kriegen. Das heißt, ein Weihnachtspaket habe ich ja schon, meinen verpackten Fuß. Kein Weihnachtsessen. Geh jetzt schlafen, Findus. Keinen Tannenbaum. Das ist der schlimmste Heiligabend, den ich je erlebt habe. Pettersson und sein Fuß. In ein paar Tagen bin ich bestimmt wieder gesund. Und dann? Dann ist es aber schon zu spät. Noch unweihnachtlicher kann es gar nicht mehr werden. Iss mal ein bisschen Pudding, dann geht's dir gleich besser. Ah. Boah. Wo ist die Milch? Die Milch? Ja. Wo ist die Milch? Die ist tatsächlich auch alle. Ach, heiliger Bimbam! Oh, da kommt jemand, um mich zu retten. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten, Axel! Weihnachten? So ein Blödsinn. Ich wollte dir ein bisschen Schneeschippen helfen, Pettersson, aber das hast du ja schon selbst gemacht. Und wie ich sehe, hast du auch schon ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Ja, weißt du, wir fangen immer früh mit der Bescherung an. So? Tja, habt ihr alles, was ihr braucht? Essen, Feuer, Holz und sowas? Wir kommen schon zurecht. Wir kommen überhaupt nicht zurecht. Wir haben nichts zu essen. Wir haben Mohrrüben. Wir haben nichts zu essen und wir haben keinen Tannenbaum. Und überhaupt und ganz und gar kein fröhliches Weihnachten. Komm, komm, ist ja schon gut. Wir deichseln das. Aber ein bisschen Milch würden wir gut brauchen können. Aber na klar, die besorge ich euch. Bis gleich. Weswegen hast du ihm eigentlich nicht gesagt, wie es wirklich ist? Findus, wir können den Nachbarn doch nicht mit unseren Problemen zur Last fallen. Wieso denn nicht? Ich weiß es nicht. Aber einen Tannenbaum kriegen wir trotzdem. Was, wirklich? Wie denn? Wir basteln uns einen. Wir basteln uns einen Tannenbaum. Wir basteln uns einen Tannenbaum. Aber das geht doch gar nicht, oder? Wir basteln einen Weihnachtsbaum, er wird schon groß und prächtig. Wir bauen uns den schönsten Baum und freuen uns ganz mächtig. Der heilige Abend kommt schon bald, es ist ein Kindertraum. Freunde sind willkommen hier. Verletzte alte Männer brauchen unbedingt ein Weihnachtsgeschenk. Das weiß doch jeder.
aber schön aus. Ja, ja, nicht wahr? Pass auf, das ist bestimmt Axel mit der Milch. Juhu! Fröhliche Weihnachten, Peterson. Axel hat gesagt, dass du nicht viel zu essen im Haus hast. Und da heute Heiligabend ist, habe ich dir ein bisschen was mitgebracht. Oh. Ach du je. Ich hoffe, dass es dir schmeckt. Hallo. Ha? Fröhliche Weihnachten, Peterson. Elsa hat mir gesagt, dass du dir den Fuß verstaucht hast und dass du nichts zu essen im Haus hast. Da habe ich mir gedacht, ich bringe dir ein bisschen Stockfisch und ein ordentliches Stück Wurst. Fröhliche Weihnachten zusammen. Ich habe gehört, dein Fuß will nicht so wie du. Frau Andersons Weihnachtswurst schmeckt wirklich köstlich. Ich glaube, ich sollte mir auch mal den Fuß verstauchen. Ach, das so viele Leute sind seit meinem 60. Geburtstag nicht mehr bei mir gewesen. Hey, hallo. Das ist schon eine ganze Weile her. Hä? Oh, was für ein schöner Tannenbaum. Hey. Miau! Himmel, was für ein schöner Tannenbaum. Du bist wirklich tüchtig. Sieht doch toll aus, oder? Wie still es auf einmal ist. Tja, und außerdem ist jetzt alles wieder in Ordnung, oder? Ja, bloß viel schöner. Nun können wir doch noch richtig Heiligabend feiern, was Windus? Und denk mal bloß, was für nette Nachbarn wir haben, nicht wahr, Findus? Ja. Findus?